Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Schleimt. Heute machen wir ein ganz besonderes Video. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund schon mal grün. Und jetzt geht's weiter. Wir brauchen schwarz, rot und gelb. Denn wir machen heute einen Deutschland-Weltmeister-Schleim. Ja, meine Lieben, seid ihr Fußballfans? Seid ihr für Deutschland? Seid ihr für ein anderes Land? Wer ist eure Lieblingsmannschaft? Schreibt es ja nochmal in die Kommentare. Guckt ihr überhaupt Fußball? Wenn ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert gerne meinen Kanal. Wenn wir 10.000 Abonnenten geknackt haben, dann gibt es eine große Slime-Verlosung. Also, schnell abonnieren. Jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Los geht's und es gibt erstmal Grüße. Heute gehen schleimige Grüße an die Leute, die unter mein letztes Video geschrieben haben, was ich hier oben rechts verlinke. Und jetzt fangen wir mal an. Schleimige Grüße gehen an Sarah Kellner, Marie Lou White und an Queen Alisa. Für unseren Deutschland-WM-Slime brauchen wir natürlich Kleber. Ich verwende heute weißen Kleber. Ihr könnt natürlich auch durchsichtigen Kleber nehmen, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Es wird ein Fluffy-Slime, deswegen brauchen wir Rasierschaum. Ihr könnt natürlich auch Belu-Schaum oder ähnliches nehmen. Etwas Bodylotion für die Geschmeidigkeit. Kontaktlinsenflüssigkeit. Natron. Und natürlich eure WM-Farben in Schwarz, Rot und Gelb. Beziehungsweise in euren Deutschland-Farben. Jetzt brauchst du nur noch eine Schüssel und etwas zum Rumrühren. Gib mir doch erstmal ein Like für meinen schönen grünen Rasenhintergrund. Extra WM-tauglich. Wir starten mit dem Kleber. Ich habe heute mal ein bisschen mehr genommen, weil wir machen ja insgesamt 3 Schleime für unseren WM-Schleim. Als nächstes kommt Rasierschaum. Wie viel ihr dran macht, ist euch überlassen. Wichtig ist nur, man macht nicht mehr Schaum als Kleber dran, sonst kann es sein, dass er euch zusammenfällt. Jetzt etwas Natron. Ein Spritzer Body Lotion. So. Und das Ganze erstmal verrühren. Hashtag umrühren. Jetzt unsere wichtigste Zutat, natürlich unsere Kontaktlinsenlösung. Ich verwende hier welche aus dem Kaufland. Ihr könnt natürlich auch die aus der DM verwenden. Die Kochsalzlösung ist für mich immer noch die beste. So, einfach ein paar Spritzer dran machen, ich weiß ungefähr wie viel, und ja, so lange rühren, bis sich der Schleim von der Schüssel löst, beziehungsweise eher so fest ist, dass ihr ihn mit den Händen kneten könnt. So, er klebt jetzt noch ein ganz kleines bisschen. Ich werde ihn jetzt noch mal 5 bis 10 Minuten stehen lassen, damit er sich ein bisschen aktivieren kann und sich alle Komponenten miteinander vermischen können. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Achso, ich lasse mal lieber die Kontaktlinsenflüssigkeit noch draußen, weil ich nicht weiß, ob er jetzt noch klebt. Aber ja, ein bisschen klebt er noch. Ich werde ihn nochmal richtig schön durchkneten. So, langsam wird er gut von der Konsistenz. Klebt nicht mehr. So, die restlichen Stücke von meinen Fingern noch abmachen. Dann werden wir den mal zu einer Wurst machen und den versuchen in 3 gleich große Teile zu trennen. So. Nein, 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 Schluss. Haben wir unsere 3 weißen Slime. Die müssen wir jetzt natürlich erstmal einfärben. So, fangen wir mit Schwarz an. Färben unseren ersten Slime erstmal ein mit Schwarz. Auf geht's, verkneten wir das Ganze mal. So, ich brauche, glaube ich, ein anderes Schwarz, das bringt es einfach nicht. So, ich denke, jetzt hat es eine gute Farbe. Jetzt kommt Gelb. So. Sehr schönes Gelb geworden. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Rot. So, ich denke, Rot ist auch sehr gut geworden. Wow, jetzt fast vermischt. So, meine Lieben, fertig sind die Slime. Auf geht's zu unserer WM
Slime, Schnecke. So, ich würde sagen, los geht's. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das, was wird, mache ich lieber kleine, kurze Würste. So. So, schwarz. Rot. Oh. Rot und gelb. Jetzt mal genau umgedreht machen sollen. Jetzt ist es nämlich falsch rum, aber es ist nicht so schlimm. So. Wir stellen uns das einfach umgekehrt vor. So. Jetzt rollen wir das mal so und dann. Oh, ich hoffe, ich wird das was. So. So, jetzt mache ich erstmal schnell ein Foto. Oh mein Gott, Leute, zieht euch rein, dieser Farbverlauf. Boah, voll schön, oder? Wow. Geil. Richtig geil. Guckt mal. Boah, wie schön, ey. Schön. Schade ist natürlich, dass er jetzt am Ende nicht mehr ganz so toll aussieht. Aber trotzdem. Oh. Guckt mal, eine Blase. Geil. Richtig schön, ey. Und jetzt ist es am Ende natürlich nur noch ein brauner Schokoladenschleim. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Schreibt mir gerne einen Kommi. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei der restlichen WM. Und wir hoffen natürlich, dass Deutschland gewinnt. Oder seid ihr für jemand anderes? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer schleimt.